zum gemeinsamen Gottesdienst. Wir dürfen heute wieder Gemeinschaft haben, zusammen vor dem Herrn. Und das ist einfach wertvoll, das ist einfach kostbar. Und der Herr hat mir etwas aufs Herz gelegt vor 2 Wochen etwa und ich bin dem einfach nachgegangen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig für mich, da reinzukommen. Aber ich bin einfach dankbar, dass der Herr mir geholfen hat und die richtige Bibelstelle auch dazu gegeben hat. Es ist ein Thema für uns, in der Bibel steht, eure Freude soll vollkommen sein. Steht in der Bibel. Wenn ihr diesen Jungen da seht, der ist voller Freude. Es ist leicht in unserem Leben, wenn uns Gutes zuteil wird, voller Freude zu sein. Der freut sich am Leben, an dem, ja, was er gerade macht und so. Und das ist einfach gut. Aber was ist unsere wirkliche Freude? Und ich hoffe, dass du heute rausgehst hier, dass du es erkannt hast aus dem Wort Gottes, was deine wirkliche Freude ist und was du in diesem Herrn Jesus geschenkt bekommen hast. Ja. Und deshalb danke ich dir, Jesus, auch jetzt für dein Wort. Danke dir, Heiliger Geist, dass du mir hilfst, das Wort richtig zu transportieren, Herr. Und anfange du mal mit dem Philippa, Kapitel 3, Vers 1. Dort steht geschrieben, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Weiß ich doch, dass es euch Gewissheit gibt. Entscheidend ist in deinem Leben, was auch immer geschehen mag. Was auch immer geschehen mag. Ist meine Freude nur groß, wenn mein Leben echt alles gut läuft? Wenn ich die Bibel nehme, das Wort Gottes, das sind Brüder und Schwestern, die im Gefängnis waren, die richtig Drangsalverfolgung erlebt haben. Und trotzdem konnten sie sagen, freut euch am Herrn. Und das macht den Glauben aus. Und das, was du, woran du festhältst. Deshalb, ich werde auch nicht müde, euch das immer wieder zu sagen. Es kommen Teile von meiner Botschaft, von der Liebe, wo ich letztens drüber gesprochen habe, wie sehr uns der Herr liebt und dass diese Liebe auch durch uns fließen soll. Deshalb wiederhole ich mich heute auch nochmal dort drin. Aber die Freude, die der Herr schenkt, wenn du fest verwurzelt und mit ihm in Gemeinschaft bist, kann dir keiner rauben. Und ich hoffe, dass du es ergreifen kannst und für dich mitnehmen kannst heute. Im Psalm 16 sagt David, das ist ein gutes Beispiel dafür, beschütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land. Ja, so ist es wirklich. Wir dürfen uns aneinander freuen. Es ist so schön, wenn man weiß, ein Mensch hat Ja zu Jesus gesagt. Es wird morgen gerade geschehen. Wie schön ist, wenn ein Mensch Ja zu Jesus sagt. Wenn wir wissen, welch großes Heil und welche Herrlichkeit auf diesen Menschen wartet. Und welche Verheißung der Herr ihm gegeben hat. Aber deshalb, Vers 4 ist auch warnend. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen, nicht einmal ihren Namen nehme ich in den Mund. Wie wahr? Um uns herum in unserem Land gibt es viele Menschen, die religiös sind, die anderen Göttern nachlaufen, die Götzendienst machen. Und der Herr sagt hier, wie viel Kummer bereiten sie sich dort durch, wenn sie anderen Göttern nachlaufen und nicht dem lebendigen Gott nachgehen und nicht ihm folgen. Das Wort stimmt. Und deshalb sagt Vers 5 zu uns, du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, das gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich sehe immer auf den Herrn.
Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Welche Zusage! Der Herr wird dir alles geben, was du wirklich zum Leben brauchst. Wir sind Erbe mit dem Sohn. Ist dir das schon mal passiert, dass du nachts wach geworden bist? Ja. Meine Gedanken, mein Gewissen, mein Sinnen, es passiert ab und an, dass wir wach werden. Weil der Herr uns will etwas sagen, der Herr will uns etwas zeigen. Deshalb ist es gut, das dann zu nehmen. Aber der Herr steht uns zur Seite, dass ich nicht falle. Das ist entscheidend da. Wir dürfen wissen, wenn wir diesen Weg mit dem Herrn gehen, er will nicht, dass du fällst. Er hält dich bei der Hand. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Nur ich selber. Wenn ich mich abwende von dem Herrn, ich selber kann das nur tun. Er hält mich. Er ist an meiner Seite. Er hat gesagt, er wird nicht weggehen. Er wird bis ans Ende der Welt bei mir bleiben. Und deshalb freue dich dran an Jesus. Und der David schreibt hier auch weiter. Er schreibt sogar so weiter, er hat eine Freude, die ist überfließend, nenne ich es mal so. Vers 9, darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Alles in mir bricht in Jubel aus. Hast du Menschen so gesehen schon? Alles in mir bricht in Jubel aus. Also ich habe morgen im Gottesdienst in der Notpreis, ich merke das, wenn der Geist Gottes mich füllt, wenn ich merke, und das merke ich auch, wenn der Geist Gottes euch füllt, dann bricht in dir Jubel aus. Er ist es. Und deshalb dürfen wir auch wissen, bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Warum? Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du gehörst ihm. Wenn du ja zu ihm gesagt hast, du gehörst ihm. Welch ein Vorrecht, ich kann es nur wieder sagen, welch eine Gnade, die uns widerfahren ist, dass wir dürfen zu ihm gehören, zu dem Herrn. Und jetzt, Vers 11, sagt David, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Also, wenn ich bei Jesus bin, beschenkt er mich mit Freude, mit einer überfließenden Freude, mit einer unendlichen Freude, will ich jetzt mal sagen. Und er will dich leiten und er will dich führen, er will dir gute Wege zeigen. Wenn du manchmal in Zeiten bist, wo du denkst, ich sehe nichts, da ist nichts wie alles weit vor mir, wo soll es hingehen, vielleicht kein Wegweiser. Sein Wort sagt es dir aber. Sein Wort sagt dir, ich will dich führen und leiten durch meinen Heiligen Geist. Und dann ist es an uns gelegen, auf diese Impulse zu hören, die der Geist Gottes dir gibt. Jo, was würde Jesus tun? Wo würde Jesus hingehen? Aber sei dir gewiss, das steht dir zur Verfügung, wenn du ja zu dem Herrn gesagt hast. Diese Freude, diese Gewissheit, nimm dir das in deinem Glaube. Nimm dir das für dich. Also wir haben ja schon gehört, was oder wer löst diese vollkommene Freude aus? Hier habe ich gefunden Habakuk Kapitel 3, Vers 18 bis 19. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über Berge springen. Gott, der Herr selbst, ist deine Freude. Er ist unser Retter und er hat uns erlöst. Und welche, da kommt Dankbarkeit in mein Herz rein, wenn ich das lese, was der Herr Jesus für uns getan hat. Er selbst soll der Grund unserer Freude sein. Weil Jesus selber hat auch gesagt in seinem Wort, er hat diese Dinge in seinem Leben, die nicht leicht waren, möchte ich mal so sagen, ausgehalten. Warum hat er diese Dinge ausgehalten? Weil er gewusst hat, was auf ihn wartet. Beim Vater wartet Freude auf ihn. Immer wenn du zu Jesus kommst, immer wenn du in Gemeinschaft mit Gott kommst, immer wenn du zum Vater kommst
auf dich wartet Freude. Und Jesus hat gewusst, wenn ich jetzt heimgehe, auf mich wartet Freude. Und deshalb lass dir das nicht rauben. Hab immer wieder Gemeinschaft, Zeit mit Gott. Weil dort ist Herrlichkeit, dort ist Freude, dort ist Heil, dort ist Sicherheit. Und das ist so wichtig, weil wenn wir zu ihm kommen, dann gehen wir stark. Wenn wir bei ihm waren, wenn wir gefüllt sind von seinem Geist, er macht mich stark. Und auf einmal kannst du über Hindernisse springen, wie das Wort sagt, über Mauern springen, wie ein Hirsch. Hast du mal Gazelle und Hirsche gesehen, die springen? Das ist Hammer, wie die über Hindernisse springen, oder? Ich sage mal, es gibt Hindernisläufer, die laufen, die springen über Hürden. Aber hast du mal Gazelle gesehen, mit welcher Leichtigkeit oder mit welcher Kraft die springen? Guck dir mal diese, diese Dokumentation an über Afrika, wenn die Gazelle springen. Und das soll für dich auch ein Bild sein. Du kannst wie ein Hirsch, wenn du bei ihm bist, stark. Du kannst über deine Hindernisse drüber springen. Wenn du vielleicht über diese Hindernisse nicht schauen kannst. Aber du kannst drüber springen mit dem Herrn, sagt sein Wort. Mit dem Herrn springe ich über Mauern, über Hindernisse. Und das möchte ich heute Morgen einfach zusagen. Aus dieser Freude raus wirst du springen. Und du wirst springen, wie die Mastkälber, sagt ein anderes Wort. Aber ihr werdet auf die Weide gehen und ihr werdet gute Weide finden und springen wie die Mastkälber. Das wünsche ich euch, liebe Geschwister. Wir können in diese Freude hineinwachsen. Weil ich habe heute Morgen noch mal so ein Wort gelesen, ich habe noch nicht in allem die überspringende Freude, ich habe noch nicht alles, ich habe das Ziel noch nicht erreicht, sagt der Philipperbrief auch, ich habe es nicht ganz ergriffen, aber ich bin von Jesus ergriffen und deshalb kann ich immer weiter da hineinwachsen in das Vollkommene, in die vollkommene Freude, wenn ich an ihm bleibe. Bleib an ihm, komm zu ihm. Und deshalb möchte ich uns heute Morgen noch ein paar Schritte zeigen, wie wir da hinkommen, kommen mehr an diese Freude, mehr. Weil Menschen schmecken uns ab, ob wir den Herrn wirklich lieben oder nicht. Und an der Liebe werden wir erkannt werden, dass ihr meine Jünger seid. Ich denke auch an der Freundlichkeit, an der Freude werden Christen erkannt werden. Es macht etwas mit einem Menschen aus, wenn du in der Freude Gottes einem Menschen begegnest. Und diese vollkommene, überspringende Freude brauchen wir. Johannes sagt uns das, wie können wir in diese Freude von Jesus hineinwachsen? Du stehst vielleicht an deinem Punkt, an deinem Wasser, an deinem Meer, in der nächsten Folie. Stehst du vielleicht, schaust aufs Wasser, denkst, ja, andere haben vielleicht diese Freude mehr wie ich. Aber du kannst sie auch bekommen. Und hier ist ein Weg, hier gibt es einen Weg. Johannes 15, ab Vers 9. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, sagt Jesus. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters. Und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Die Freude Jesus ist, die den Unterschied macht, nicht meine Freude. Ich kann Freude in meinem Leben an Dinge haben, an Dinge, Gott lässt uns aber diese Freude und diesen Frieden auch. Ich kann Freude in meinem Leben haben an Dingen, die ich einfach gut, wo mir Spaß mache, wo Freude mir macht. Aber es gibt einen Unterschied. Diese Freude, dass mit meine Freude euch erfüllt, da will der Herr uns hinführen. An diesem Punkt seine Freude. An diesem Punkt dürfen wir immer wieder hinkommen, liebe Geschwister. Weil das Leben uns zusetzt um uns herum, will uns diese Dinge wegnehmen, die uns im Herrn Jesus Christus geschenkt sind. Aber der Herr hat gesagt, kommt doch zu mir. Er lädt ein.
Und jetzt ist hier eine Aussage in Johannes 16, Kapitel 23 bis 24. Am Tag unseres Wiedersehens werden alle eure Fragen beantwortet sein. Ich sage euch die Wahrheit. Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr euch nicht auf mich berufen. Wenn ihr etwas von Gott erbeten habt, bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Schon nochmal. Bleibt in meiner Liebe, richtet euch nach dem Wort Gottes. Ja, bittet in meinem Namen. Das steht uns zur Verfügung. Diese Freude von Jesus. Johannes 17, Verse 9 bis 11. Dort steht geschrieben, für sie bitte ich dich jetzt, das sagt Jesus, nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören zu dir. Du gehörst zum Vater, du gehörst zu Jesus. Jesus sagt hier, alles, was ich habe, das gehört dir. Und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Jesus sagt, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Hier ist ein großes Geheimnis auch drin, das uns der Herr immer wieder offenbare. In der Gemeinschaft. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist hatten immer Gemeinschaft. Sie hatten das Leben geteilt. Sie waren immer in Verbindung miteinander. Und das ist ein wichtiger Punkt auch für unser Leben. Entscheidend ist, ich möchte eine Zusammenfassung uns geben. Diese drei Bibelstelle aus der Johannes. Jetzt kommt noch eine, Entschuldigung. Es kommt noch eine. Ich habe noch einen vergessen. Verse 12 und 13, die kommen noch dazu. Dort steht geschrieben, solange ich bei ihnen war, sagt Jesus, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten. Alle, die du mir anvertraut hast, ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllen musste. Das ist so. Jesus hatte Gemeinschaft mit den Jüngern. 3 Jahre lang hat er gewirkt, hat Gemeinschaft gehabt und er hat sie erhalten, wirklich. So wie das Wort hier sagt, einer hatte ihn verraten, und der musste verloren gehen, weil die Schrift es sagte. Täglich hatten sie Gemeinschaft. Täglich hatten sie den Herrn um sich herum. Wir können das auch haben. Täglich. Täglich. Das ist wichtig. Tagtäglich. Merkst du das, wenn du nicht Gemeinschaft mit dem Herrn täglich hast? Also ich merke das total. Meine Freude und meine Liebe geht flöten. Amen. Wenn ich keine Gemeinschaft habe, wenn ich keine Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern habe, das macht was aus, das macht was mit uns. Jesus will uns doch wach halten. Versäumt das nicht. Komm zusammen, bleib zusammen. Sucht den Vater, sucht mich, bleibt an mir dran. Das will der Herr Jesus haben, dass du an ihm dran bleibst. Das ist das Wichtigste vor allem, an ihm dran zu bleiben. Vers 13. Jetzt komme ich zurück zu dir, ich sage all das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Also Jesus wollte nicht nur wichtig, dass er Freude gehabt hat, dass er Friede gehabt hat. Er war immer um die Jünger besorgt, dass auch sie Anteil an den Verheißungen, an den Segnungen des Vaters haben. Anteil an Jesus. Du hast Anteil an den Segnungen, an den Verheißungen des Vaters. Hast du Anteil. Du darfst das nehmen, was dir verheißen ist von dem Vater. Täglich. Sie kamen täglich zusammen.
ist ein bisschen schwierig, weißt du? Jeder hat von uns seine Geschichte so. Aber weißt du, du kannst täglich Gemeinschaft mit deinem Herrn haben. Ja. Wenn du morgens aufstehst, wie beginnst du den Tag? Ich kann das sagen, das Wichtigste ist für mich morgens, wenn ich Frühschicht habe, dann muss ganz früh aufstehen, fast wie ein Bäcker, sage ich mal. Fast so früh wie ein Bäcker. Aber ich sage dir nur, diese Zeit, wo ich früh aufstehe, ich habe dort davon Segen. Wenn man morgens aufsteht, mit dem Herrn anfängt und mit ihm redet, sein Wort liest, ich gehe anders in den Tag, renne anders auf meine Arbeit. Wenn ich nicht das mache, freudenlahm, flügellahm, liege ich da wahrscheinlich. Ich kann ja nichts geben. Aus mir aus habe ich nichts zu geben. Ich kann nur das geben, was der Herr mir gibt. Und ich merke, es macht einen Unterschied mit mir. Und ihr merkt das auch in eurem Leben. Deshalb bleibt an ihm dran. Und dann hast du diese Freude und dieses Leben nach in dir, diese Fülle. Der Herr will dir das geben, tagtäglich. Tagtäglich. Und wenn du dann nach an Dinge reinkommst, und es wird mal anders auf deiner auf deinem Arbeit oder in deinem Umfeld, in deiner Familie, wie wir eben gehört haben, aus Gesprächen raus. Unser Leben ist nicht nur leicht. Du gehst irgendwo hin, in eine Familie, da ist eine Situation, wo Not ist, wo Not ist. Du hast Not für deine Familienmitglieder und du fängst an, für den zu beten, weil du weißt, der Herr hat Besseres für ihn bereit. Und du fängst an, einzutreten für den Mensch. Ja, und das ist gut, weil du kannst ihm was geben. Weil du was hast von Jesus. Und du kannst Leben darin sprechen. Und deshalb bist du zum Segen gesetzt. Du für deinen Nächsten. Ich hatte das letzte schon so gesagt. Aber jetzt für uns nochmal. Die Frage war ja gewesen, wie kann ich in diese Freude hineinwachsen? Und wir haben jetzt Johannes gelesen. 3 Johannes-Bibelstellen hatten wir gehabt. 15, 16, 17. Diese Bibelstelle verheißen immer wieder vollkommene Freude. So kannst du in Jesu Freude hineinwachsen. Und ich habe so in der Tage die Botschaft A von Peter Wenz so gehört, er hat das auch so weitergegeben, es hat mich selbst ermutigt, weil das an sich ist, was Gott uns sagen will. A. So kannst du in Jesu Freude hineinwachsen. Mein Liebe gelesen, bleibt in meiner Liebe. Lass zu, dass ich dich jeden Tag liebe. Weil wenn du geliebt wirst von Jesus, dann kannst du auch andere lieben. Du hast etwas in dir. Zweitens, wir haben gehört, wir sollen an seinem Wort bleiben. Tu, was Gottes Wort sagt. Halt dich fest dran, was Jesus sagt. Was du davon abweicht, mach das nicht, halt dich fern davon. Tu, was das Wort sagt. Jesus hat auch getan, was der Vater gesagt hat. Er war gehorsam im Wort Gottes, in dem, was der Vater sagt. Und ich kann nur sagen, dort drauf beruht Segen. Und in dem dritten Punkt natürlich auch. Bitte in dem Namen Jesus, hier ist uns was gegeben. Du nicht einfach nur beten, ja Vater, gib mir oder das und mach das und hilf mir. Nee, hier ist ein Segen drauf, den Namen Jesus einzusetzen. Uns ist es nämlich alles gegeben und geschenkt in dem Namen Jesus. Da ist Kraft drin. Da ist die Power drin. Da ist die Verheißung drin. Sprich den Namen Jesus darin. Und erwarte auch die Erhörung deines Gebets. Weil das haben wir eben im Johannes-Evangelium gelesen. Dann, dass Gott das auch tut, was du bittest in Jesu Namen. Aber ich darf dir etwas sagen, Gott wird es nicht hören, wenn ich sage, ich gebe mir morgen einen Ferrari. Weil was will ich mit dem Ferrari? Das ist ja nicht für Reich Gottes. Wo will ich da Segen davor sein? Es muss natürlich im Wille Gottes sein. Und Gott sieht, du bittest etwas in seinem Namen, was zum Heil oder zum Guten ist für andere Menschen, dann wird er dir das gerne geben. Wenn er sieht, dass du Mangel oder Leid hast und eine Not, dann kommt Gott doch gerne rein. Gott will uns nicht segnen, damit wir materialistischen Überfluss haben. Deshalb unsere Gebete, wenn die aufrichtig und ehrlich sind, dann hat Gott Wege und Möglichkeiten, das zu erhören. Und das glaube ich, Herr. Das, weil der über Jahre, der Herr, treu ist. Ich erlebe es in meinem Leben, der Herr ist treu, der steht zu mir. Wenn wir treu sind, steht der Herr zu dir und gibt dir das, was du zum Leben brauchst. Und darüber hinaus, wo du andere segnen noch kannst, andere Geschwister und Brüder. Jo, es gibt mir, der Weg wollte mir zeigen, wie dahin. Es gibt mir Zuversicht zu wissen, dass Jesus für mich betet.
Jesus sitzt auf dem Thron, zur Rechten des Vaters. Und was macht er? Der hat jetzt nicht in dieser Zeit, er betet für uns. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sagt das Wort auch noch. Er betet für uns, damit wir dranbleiben. Und ist das, guck mal, Jesus betet für mich, für dich. Das darfst du wissen. Darfst du wissen. Selbst wenn du nicht an allen Punkten Sieg hast, ich habe das noch nicht alles erreicht. Ja, Jesus, ich habe das noch nicht alles erfasst. Aber ich darf mir nehmen, ich darf wissen, du betest für mich in meiner Schwachheit. In meinem kleinen Glauben siehst du mich. Und du willst mich ermutigen, du willst mich stärken. Du willst mich nicht in der Mutlosigkeit, in der Traurigkeit lassen. Du willst mich rausführen. Du willst mir Kleider des Heils geben. Ja. Und Gewissheit zu wissen, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Du gehörst zu Family. Du gehörst zu Familie Gottes. Du darfst in enger Gemeinschaft Beziehung leben mit dem Herrn. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist jetzt frei zum Herrn. Jesus hat den Weg zum Vater frei gemacht. Du darfst dich nicht nur von Jesus lieben lassen, du darfst dich von dem Vater lieben lassen. Du darfst durch Jesus, durch den Heiligen Geist, darfst du kommen, darfst zum Vater kommen. Du darfst Agabeliebe empfangen für dein Leben. Welch ein Vorrecht. Und wie Ruth hat eben gesagt, es ist nicht durch unsere, was wir tun. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen, hat Ruth eben gesagt. Das ist nicht, was wir tun, weil ich so gut bin. Nee, er hat mich angenommen. Er hat uns angenommen. Wir dürfen seine Kinder sein, weil er uns angenommen hat. Und dieser Stellung, sei deiner Identität, wie man mal sagt, bewusst. Ich habe auch das Bewusstsein. Jesus hat selber gesagt, sie verherrlichen mich, hat Jesus in seinem Wort gesagt im Johannes-Evangelium. Ich habe das Bewusstsein, mein Leben, dort wo ich hingehe, dient zur Verherrlichung Jesu. Du bist eine Verherrlichung für Jesus. Dort wo du hingehst, bist du Licht und Salz. Du bist ein Lichtmensch, du bist ein Salzmensch. In dir ist etwas reingelegt, was aufgeht, was die Frucht wächst. Die Frucht des Geistes ist ja auch Freude drin. Der Vater will, dass wir fest miteinander verbunden sind. Erhalte sie, Jesus hat gesagt, erhalte sie in der Gemeinschaft. Erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, hat er gesagt, und untereinander. Und wir dürfen den Namen Einheit im Wind haben, Einheit im Geist. Der Geist Gottes, der ist der Kitt, der uns immer wieder an die Wahrheit Gottes auch erinnert. Deshalb will man ihm danken, ach, welch ein Vorrecht, du kannst da hinkommen. Und ich gebe euch noch ein Beispiel. Es gibt einen Lieblingsjünger von Jesu, oder so wurde er auch genannt, der Johannes, ne? Und er hat diese Verheißung für sich und sein Leben übernommen. Der Jünger Johannes war immer nah an Jesus, richtig. Er war immer am Herz von Jesus, an seinen Schulter, er war immer besonders nah an Jesus. Und er hat das genau für sein Leben übernommen, was wir jetzt gehört haben. Im ersten Johannesbrief steht, Kapitel 1, 1 bis 4, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist uns erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Auch euch. Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Andere Bibelübersetzung sagt auch, auf dass eure Freude vollkommen sei. Also der Johannes hat das für sich jetzt genommen. Das, was er von Jesus gehört hat, es hat in ihm gelebt. Es war ihm wichtig. Wo hat Johannes das doch geschrieben? Patmos. Paulus hat Dinge geschrieben in Gefangenschaft.
Und deshalb, die Umstände sollen dich nicht abhalten von Freude, von dem, was Gott sagt. Gründe dich hier darauf, auf das, was Gott sagt. Du hast erkannt, das Wort des Lebens ist Jesus. Es ist dir verkündet worden und du darfst es nehmen. Und es ist für dich nicht nur für die kurze Zeit hier, sondern für die Ewigkeit. Und deshalb hat Johannes, ihm war wichtig gewesen. Er hat Verlangen gehabt nach den Brüdern und Schwestern Johannes. Im 2. Johannesbrief steht, ich hätte euch noch viel zu schreiben, liebe Geschwister. Aber ich wollte es nicht mit Brief und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Er hat das von Jesus übernommen. Vollkommene Freude. Wenn wir zusammenkommen und der Herr ist in unserer Mitte, ist es möglich, vollkommene Freude zu haben. Unabhängig von Situationen, Umständen über das hinaus. Weil die Geschwister der Bibel haben uns das vorgelebt. Ich hoffe, zu euch zu kommen. Jesus hat das Leben geteilt. Freude, große Momente deines Lebens. Ich habe das in so einem Buch gelesen, das mich sehr ermutigt hat, Andachtbuch. Völlige Freude. Da waren auch so Parts drin gewesen. Völlige Freude. Völlige Freude erleben wir, wenn wir Leben teilen. Große Momente in deinem Leben, große Momente sind die auch, wenn du den Herrn dem Leben aufgenommen hast, teilen wir miteinander. Wenn jemand geboren wird, wenn jemand Hochzeit hat, wenn wir in unserem Leben Gutes erfahren, wir teilen diese Dinge. Und der Herr will Leben mit dir teilen. Die Segnungen, der Herr will mit dir teilen diese Dinge. Leben wird geteilt, Freude wird geteilt. Und deshalb ist es gut, komm zusammen, teilt das Leben. Und dort soll Freude sein, wo der Herr ist, ist Freude. Und Philippa, haben wir angefangen mit Philippa, mit dem möchte ich auch aufhören heute. Mit Philippa. Apostel Paulus hat viel mit dem Herrn erlebt. Er war ein Gegner von Jesus. 180 Grad hat der Herr sein Leben verändert. Der Herr kann 180 Grad dein Leben verändern. 180 Grad. Er macht aus dem Sünder einen Geretteten, einen Heiligen. Und das ist, weil er es uns zugesagt hat. Er verheißt uns das. Er kann Herzen ändern. Nicht wir, aber er. Wo er reinkommt, geschieht Veränderung. Und da glaube ich für dich und dein Leben auch. Nimm es dir. Du darfst es dir nehmen, heute Morgen aus seinem Wort. Nimm es dir für dein Leben. Paulus schreibt hier, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist nur noch Dreck für mich, wenn ich bloß Christus habe. Wenn ich bloß Christus habe. Ich will Menschen, wir rechnen oft, was ist uns Gewinn, was ist uns Verlust. Wir merken das ziemlich schnell in unserem Leben. Das da ist mir jetzt Gewinn. Das bringt mich weiter, sage ich mal. Das da ist in meinem Leben, das bringt mich zum Mangel. Das merken wir ziemlich schnell in unserem Leben, wenn wir irgendwo hingehen. Aber wenn du mal ergriffen bist von Jesus, Paulus, der hat so viel mit dem Herrn erlebt. Und er hat dann in seinem Leben gesagt, all das, was in meinem Leben war, all das, was ich gewusst habe, all das, was ich getan habe, was ich selbst getan habe, ich habe gemeint, das wäre gut, ich habe das und das gelebt, ich habe gemeint, das war religiös, es ist mir nur noch Dreck, das war nicht der Gewinn. Der Gewinn war Jesus für mich. Als Jesus in mein Leben kam, das ist mir zum Gewinn geworden. Wenn ich nur ihn habe, kann alles um mich herum sein, wie es ist. Ich bin ausgerichtet. Philipper sagt, lass uns ausgerichtet sein auf das Ziel. Auf das Ziel. Du weißt, das, was hier passiert, ist nicht das letzte, der Herr spricht das letzte Wort. Wenn ich bloß Christus habe, wenn ich bloß Jesus habe. Es gibt so viele Verheißungen aus dem Wort Gottes, was uns Jesus Christus geschenkt ist. Welchen Gewinn. Ich hatte die Tage noch so kurzes Flyer in der Hand.
von der Löwe-Banner, von der Frau, die so schöne Flagge macht. Und da steht drauf, was mir in Jesus Christus alles geschenkt ist. Und da steht dann hinten drauf die Bibelstelle. Das ist ein ganzes Feuerwerk. Wenn du das liest, was dir in Jesus Christus geschenkt ist für dein Leben. Und wenn du das so liest, das ist Gewinn. Das ist Gewinn für dein Leben. Wenn du das für dich dein Leben nimmst, das ist das, was ausmacht, das Leben. Und dann kommt Freude in dein Leben. Freude, weil du weißt, welche große Herrlichkeit dir gegeben ist. Es geht darum, Philipper 3, Vers 9. Es geht für uns darum, ihm zu begegnen. Ihm zu begegnen. Weil Paulus sagt hier auch, mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Darauf will ich vertrauen. Durch Glauben. Glauben ohne zu sehen, habe ich schlecht gesagt. An Christus zu glauben, an sein Wort zu glauben, an seine Verheißung. Du bist geliebt, du bist angenommen. Seine Arme sind offen für dich, jederzeit. Um jeden Preis möchte ich verbunden sein. Gott zu begegnen. Wir sind hier, um Gott zu begegnen. Wir versammeln uns nicht, weil wir einfach Versammlung machen. Wir versammeln uns hier, weil Gott soll sich hier zeigen. Wir haben eben für euch gebetet, Gott soll was tun in eurem Leben. Wenn er wirkt, dann geschieht in deinem Leben das, was gut ist für dich. Was gut ist für dich. Was du brauchst. Philipper 3, Vers 10. Es geht darum, ihn besser kennenzulernen. Er schreibt hier, um Christus allein geht es mir, ihn will ich immer besser kennenlernen. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gemeinschaft. Es geht um Beziehung. Und noch mehr, er will ihn kennenlernen, er will den Herrn und den Retter persönlich immer besser kennenlernen, immer mehr in die Tiefe reinkommen. Das Wort Gottes sagt es, ich will immer mehr die Tiefe, die Weite, die Breite, die Höhe seiner selbst erfahren. Das soll unser Anliegen sein. Bleib nicht dort stehen, du hast mit Gott angefangen, der will dir noch viel mehr zeigen. Der will dich noch viel mehr erfüllen. Der will dich noch viel mehr segnen. Er kann es nicht, wenn du nicht zu ihm kommst. Wenn du nicht, wie Brigitte eben gesagt hat, ein Wort. In der Einleitung, du musst etwas in deinem Herzen haben. Fragen, suchen, musst du sein, du musst das wollen. Es muss ein Wollen. Der Herr schenkt dir auch das Wollen dann und das Vollbringen. Wenn in deinem Herzen ein Fragen, ein Suchen ist nach ihm, nach der Wahrheit, nach dem Leben. Aber wir sollen auch erfahren, ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für dich gibt. Das hat Jesus für dich getan. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und so sollen wir auch als Nachfolger das Verlangen haben, diese Dinge erleben zu wollen, die Kraft. Wenn ich das Wort Gottes lese, da ist Kraft drin. Da ist Leben drin. Da ist Freude, da ist Frieden drin. All diese Verheißungen sind uns gegeben. Jetzt liegt es an uns. Hab Gemeinschaft mit ihm. Suche ihn. Geh auf. Täglich, täglich. Weil dort drin wirst du merken, da kommt die Fülle in dein Leben drin. Freude ist ja nur ein Teil davon. Uns ist vollkommene Freude verheiße. Sie ist uns verheiße. Und dieser Tag, diese vollkommene Freude, der wird auch kommen. Der wird auch kommen, weil der Herr diese Zusage im Alten Testament schon gesagt hat. Das Alte Testament, die Summe des Wortes ist ja die Wahrheit alles. Der Wort, der spricht im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und hier habe ich noch so eine Stelle,
Das möchte ich noch hinzunehmen. Ich hatte es nicht auf dem Trichter, nicht hier auf dem Blatt. Aber es ist einfach eine Zusage. Ich möchte dir sagen, wenn du denkst, der Punkt ist noch nicht oder ich bin noch nicht an diesem Punkt, der Tag kommt. Jesaja 35, Vers 10. Da spricht der Herr zu den Erlösten, zu den Befreiten, zu dem, was kommen wird. Das sind Danklieder von Glaubensgeschwister, was der Herr zuspricht, dass dieser Tag kommt, der Tag des Heils, der Tag der Erlösung. Hast du heute schon, du lebst in Rettung und Erlösung, aber jetzt hier spricht Jesaja 35, Vers 10. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen nach Zion. Die Zion ist ja der himmlische Ort. Mit Jauchzen, ewige Freude, Freude und Wonne werden sie ergreifen. Das ist eine Verheißung, wo der Herr gibt. Das wird geschehen. Die Erlösten des Herrn werden kommen. Mit Jauchzen, ewiger Freude, Freude und Wonne. Und sie werden ergriffen sind von ihm. Und das wünsche ich dir für dein Leben. Du darfst das jetzt schon haben. Für dein Leben. Und ich wünsche dir auch, dass diese Freude immer mehr, die Freude am Herrn, deine Stärke ist. Aus dem Nehemia. Es ist nicht eine menschliche Freude, es ist eine Freude, die wirklich von innen kommt. Die ist unabhängig von Situationen, wenn es mir mal gut geht und ich kann gesegnet. Nee, du weißt in schweren Tagen, in schweren Zeiten, wer dein Herr ist und was er für dich getan hat. Und dass er deine Fülle ist. Er ist deine Fülle. So bleib an ihm. Bleib in der Gemeinschaft mit ihm und du wirst erleben. Ich kann das nur sagen, du wirst erleben. Du wirst erleben, weil es ist schwer, das Wort nicht wahr. Bleib an ihm. Folge ihm. Vater, ich danke dir jetzt für dein Wort, für deine Wahrheit, die du uns gegeben hast, dass eine vollkommene Freude möglich ist. Eine Freude, die die Welt nicht kennt, aber die du deinen Kindern verheißen hast. Eure Freude soll vollkommen sein, sagst du. Und es ist erlebbar und erfahrbar in dir, Jesus Christus. In dir ist uns alles verheißen. In dir, Jesus, an dir dranbleibe und in der Gemeinschaft mit dem Vater, wir dürfen kommen als deine Kinder. Danke, Herr, für diese Segnungen, diese, wo du uns gerufen hast, wo du uns angenommen hast. Das hältst du bereit für jeden Menschen. Du schließt, wie man gehört, an niemanden aus. Diese Fülle hältst du für jeden Menschen bereit, der sich zu dir wendet, Herr. Es ist nur ein Schritt, Herr. Ein Schritt vom Kopf zum Herzen, sagt das weite Strecke. Ja, nicht mehr Verstand. Ich danke dir, Vater, dass du das gute Werk in jedem von uns hier angefangen hast. Und du wirst es auch vollenden, Herr, sagt dein Wort. Ich lobe deinen Namen und preise dich, Herr, und deine Freude soll durchbrechen in die Geschwister. Und wenn mein Tag auch nicht so leicht ist, Herr, so bist du doch da. Du bist die Quelle und du wirst die Situation verändern. Und dafür danke ich dir. Du bist die Quelle des Lebens. Aus dieser Fülle dürfen wir nehmen, heute. In Jesu Namen, Amen.